Liebe Bochumerinnen und Bochumer, drei Dinge vorweg. Erstens, wir sind noch mitten im Lockdown. Das sieht man nicht nur an meinen Haaren, sondern man spürt auch an vielen Stellen, dass es den Menschen aufs Gemüt schlägt, dass sie die Einschränkungen immer schwerer aushalten können. Zweitens, es gibt Hoffnung, denn zum ersten Mal seit 4 Monaten ist die 7-Tage-Inzidenz in Bochum in dieser Woche wieder unter den Wert von 50 gesunken. Das zeigt, dass Maßnahmen wirken, aber auch, dass wir uns weiterhin anstrengen müssen. Und drittens ist die Impfbereitschaft groß. Das freut mich sehr. Unser Impfzentrum ist in Betrieb und es werden rund 400 Menschen täglich geimpft. Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, können wir bis auf 2000 Impfungen täglich ausweiten. Ich weiß, dass die Verlängerung des Lockdowns viele Bürgerinnen und Bürger enttäuscht und auf immer weniger Verständnis stößt. Ich bekomme zahlreiche Mails und Briefe von Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie mit den Belastungen zurechtkommen sollen. Das können emotionale, finanzielle oder auch berufliche Belastungen sein. Familien, die so viel gemeinsame Zeit miteinander haben wie niemals zuvor, aber sich nach einem Jahr Homeoffice und Homeschooling auch mal gewaltig auf die Nerven gehen, weil man jeden Spaziergang und jeden Spielplatz in- und auswendig kennt. Junge Menschen, die sich endlich mal wieder treffen oder ihren Hobbys nachgehen wollen. Und Großeltern, die einfach mal wieder ihre Enkel ganz fest in die Arme nehmen möchten. Und dann sind all diejenigen da, die existenziell bedroht sind, im Einzelhandel, bei Hotels, Gastronomie, rund um Veranstaltungen oder die Kulturschaffenden, die seit Monaten massive Einschränkungen und Einnahmeverluste verkraften müssen. Ja, es ist eine schwierige und stark belastende Zeit für Sie, für uns alle. Vor einem Jahr ist die Pandemie ausgebrochen und hält die Welt und uns alle persönlich seitdem in Atem. Aber kaum jemand von uns hätte am Anfang damit gerechnet, dass dieses Virus uns so lange und so tiefgreifend einschränkt. Die Zuversicht, dass wir jedoch gemeinsam die Pandemie überwinden werden, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Dass die Inzidenzzahl seit langem einmal wieder unter 50 gesunken ist, bei uns in Bochum, ist eine gute Nachricht und sollte für uns Ansporn sein, weiterhin alle Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu beachten. Mehr als 25.000 Menschen sind in Bochum bereits geimpft worden. Fast alle Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind bereits zum zweiten Mal geimpft. Seit letzter Woche ist unser Impfzentrum am Ruhrkongress in Betrieb. Für die nächsten Wochen ist mehr Impfstoff angekündigt worden. Somit können sich nicht nur alle über 80-Jährigen, sondern auch alle, die in den Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten, impfen lassen. An diese appelliere ich, lassen Sie sich gegen Corona impfen. Damit schützen Sie sich und andere und verhindern vor allem einen möglichen schweren Krankheitsverlauf. Für viele andere gilt es aber noch, sich in Geduld zu üben. Und ich weiß, wie schwer das ist. Das gilt übrigens auch für mich, auch mir fällt das schwer. Liebe Bochumerinnen und Bochumer, bis zum heutigen Tag sind leider mehr als 150 Menschen bei uns in der Stadt nachweislich an oder mit Corona gestorben. Viele von ihnen unter besonders belastenden Bedingungen, bei denen Angehörige oftmals nicht einmal Abschied nehmen konnten. Am 18. April wird initiiert von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verstorbenen bei einer zentralen Veranstaltung gedacht. Auch wir in Bochum werden, gemeinsam mit den Religionsgemeinschaften, uns an diesem Gedenken beteiligen, in Würde Abschied nehmen und der Trauer Raum geben. Doch es gibt auch Lichtblicke und tatkräftige Initiativen, die Mut machen und zeigen, dass wir uns in Bochum nicht unterkriegen lassen. Beispielsweise das Projekt Fenster auf, das seit Anfang November durch die Straßen von Bochum zieht. Und es gibt zurzeit viele Ehrenamtliche, die ältere Menschen Unterstützung anbieten, wie die Seniorenbüros, Nachbarschaftsinitiativen oder zum Beispiel die Bochumer Ehrenamtsagentur. Diese kümmert sich mit ehrenamtlichen Impfpaten darum, den über 80-Jährigen in Bochum beim Impftermin und dem Weg zum Impfzentrum zu helfen. Das ist gelebte Solidarität. Liebe Bochumerinnen und Bochumer, in diesem Jahr wird Bochum 700 Jahre alt. Ein Jubiläum, das wir natürlich gemeinsam feiern wollen, mit tollen Aktionen und großen Veranstaltungen. Aber noch wissen wir nicht, ob das alles klappen kann. Denn nach wie vor schränkt die Pandemie unser Leben ein. Noch immer können wir nicht einfach so Freunde treffen, ins Restaurant gehen oder mal eben ein Bier in der Kneipe trinken. Aber wir können zuversichtlich bleiben. Viele geben ihr Bestes, um für Sie da zu sein, um zu helfen und dort, wo Sie können, zu unterstützen. Bei all dem, was manchmal schwierig und belastend ist. Ich höre aber doch von vielen Bochumerinnen und Bochumern, wir kriegen das mit Corona in Bochum doch ganz gut hin. Und ich finde, da haben Sie recht. Denn hier zählt noch das Wir. Halten Sie durch. Gemeinsam kriegen wir das hin, die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen. Passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf Bochum auf. Bleiben Sie gesund.